Die Seitenlängen eines Rechtecks unterscheiden sich um die Zentimeter und das Rechteck hat eine Fläche von r Quadratzentimeter. Berechnen Sie die Seitenlängen des Rechtecks. So, und dann haben wir d gleich 4 und r gleich 77. Und wie fangen wir bei so einer Aufgabe an? Also so Formeln aufzustellen? Also nein, wir fangen mit dem Wort sei an. Sei so. X, seien eigentlich x und y die Seiten des Rechtecks. So, was gilt dann? X mal y ist gleich r. In unserem Fall also 77. Und was gilt noch? Also ich habe zum Beispiel x plus d gleich y. Oder in unserem Fall ist x plus 4 gleich y. So, was machen wir jetzt? Gleichstellen oder einsetzen. Ja, es handelt sich hierbei um ein nicht-lineares Gleichungssystem, ja, weil wir hier dieses x mal y haben. Aber eine Gleichung ist direkt nach y aufgelöst, also ganz klar Einsetzungsverfahren. Das empfehle ich sowieso bei nicht-linearen Gleichungssystemen. Das heißt, wir setzen das hier ein und wir erhalten x mal y, und das y war x plus 4, gleich 77. Wie geht das weiter? Dann habe ich das ausmultipliziert. Ja, sehr gut. Klammern immer auflösen vorerst mal. Also x² plus 4x gleich 77. Dann habe ich minus 77 gerechnet. Ja, Indiz x², Mitternachtsformel. Also minus 77 rechnen. X² plus 4x minus 77 gleich 0. Wie geht es jetzt weiter? In die Mitternachtsformel einsetzen. So, a gleich b gleich c gleich. Was ist a, was ist b, was ist c? A ist 1, b ist 4 und c ist minus 77. Und wir setzen sie in die Mitternachtsformel ein und dann erhalten wir minus b, also minus 4. Minus 4 plus oder minus die Wurzel aus b². B² ist 16. Minus 4 mal 1 mal 77, also plus 4 mal 77 durch 2. So, jetzt müssen wir rechnen. 4 mal 77. Und 16 plus 308 ist 324. Die Wurzel aus 324 ist, also die Wurzel aus 324 ist 18. So, also bekommen wir für x1 gleich minus 4 plus 18 halbe. Das ist 14 halbe und das ist 7. Und für das x2 bekommen wir minus 4 minus 18 halbe. Und das x2 ist dann minus 11. Klar ist, dass x2 kann nicht sein. Negative Seitenlängen haben wir nicht. Also muss es das x1 sein. Und wir kriegen dann für das y, also x ist 7, und für das y kriegen wir spannenderweise 7 plus 4, also plus 11. Das ist diese Lösung, kriegen wir quasi fürs y raus, allerdings mit einem Pluszeichen. Also daraus folgt, die Seiten sind 7 und 11. Frage? Warum ist es auf einmal plus geworden? Das ist nicht plus, das war das x2, das war die zweite Lösung. Und wenn wir ein Rechteck mit negativen Seitenlängen hätten, würden wir minus 11 und minus 7 rauskriegen. Das hätte dann minus 11 mal minus 7, also 77 als Fläche. Und das habe ich hier gerechnet. Das x plus 4 ist ja y. Also rechne ich die 7, setze ich hier oben ein und habe dann y gleich 7 plus 4 gleich plus 11.